zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. In der Kürze liegt die Würze und aus diesem Grund wird diese 112. Folge mit einem aktuellen Wohnhaus gefüllt, welches wir erst vor kurzem uns anschauen durften. Kommt also nun am besten mit auf diese entspannte Runde und den Rest erfahrt ihr wie immer von mir in den nächsten Minuten. Sollten verlassene Orte hier im Osten Deutschlands dein Interesse geweckt haben, dann schau doch nach diesem Video am besten mal auf unseren Kanal. Dort gibt es mittlerweile weit über 100 verschiedene verlassene Orte zu bestaunen. Ich denke also, für jeden ist etwas dabei. Darüber hinaus gibt es jede Woche Mittwoch, so wie heute zum Beispiel, eine neue Folge zu diesem Thema. Reinschauen und abonnieren lohnt sich also mit Sicherheit. Und nun wünsche ich euch viel Spaß und viele interessante Eindrücke von diesem verlassenen Ort. Wir sind Urbex.de direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch mal wieder ein verlassenes Wohnhaus. In Folge 42, die ich euch jetzt hier oben rechts einblenden werde, waren wir ebenso in einem verlassenen Wohnhaus unterwegs, welches quasi mehr oder weniger nebenan steht. Fast der gesamte und heute unter Denkmalschutz stehende Straßenzug, welcher Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde, ist heute zumindest in diesem Straßenabschnitt leerstehend. Schade, für den Leerstand gibt es aber verschiedene Gründe. Zum einen haben wir auch nach über 30 Jahren DDR-Vergangenheit den Einwohnerschwund, der zwar mittlerweile gestoppt sein soll, aber dessen Narben nicht so schnell zu beseitigen sind. Die leeren Wohnungen müssen halt erstmal wieder gefüllt werden, aber dazu braucht es einen langjährigen Wandel in der Stadt und dieser wird mit Sicherheit auch viele, viele Jahre noch andauern. Zum anderen haben wir angrenzend eine Bahnlinie mit Güter- und Personenverkehr, nicht gerade verlockend für Familien mit Kindern. Darüber hinaus steht das Gebäude an einer Hauptverkehrsstraße, sicherlich auch nicht die beste Voraussetzung für neue Mieter und eine Sanierung. Aber es gibt auch Positives. Gegenüber wurde eine ehemalige Industriebrache, zu der ich euch jetzt hier noch ein paar Bilder einblende, abgerissen. Somit verschwand auch dieser negative Part aus dem Umfeld des Gebäudes. Heute befindet sich hier eine niegelnagelneue Aldi-Filiale. Weitere positive Aspekte, die für dieses Gebäude sprechen, sind natürlich in erster Linie die Anbindungen, denn das Gebäude befindet sich ja mitten in der Stadt, weswegen viele Wege also zügig zu erledigen sind. Es ist also nicht alles schlecht, bis zur Sanierung wird es aber ziemlich wahrscheinlich noch eine Weile dauern, so unsere Vermutung. Im Gebäude selbst, was vermutlich seit Mitte der 90er Jahre leer steht, fanden wir wie so häufig viel Müll und Unrat, aber auch eine ganze Menge altes Spielzeug. Von Pokémon-Karten bis Barbie war recht viel dabei, eigentlich schade drum. Nicht in allen Etagen, aber hier und da hatte man partiell mit der heute so gewünschten Sanierung begonnen, aber das kam wohl zu spät, beziehungsweise wohl zu früh oder kurz gesagt einfach zur falschen Zeit. Einzig positiv zu erwähnen ist, dass man hier noch kein Feuer gelegt hatte und das Gebäude dadurch auch noch recht robust einherkam. Es bietet also einen guten Grund für eine Sanierung. Leider gab es wie so üblich bei Wohnhäusern nicht allzu viel Informationen über das Objekt, geschweige denn über seine Mieter und deren Geschichte. Deswegen soll es das jetzt von mir gewesen sein. Im Nachgang gibt es natürlich wie immer noch einige Bilder für euch, die wir hier schießen konnten, aber es waren nicht allzu viele. Ich verabschiede mich jetzt von dieser Folge und hoffe, wir hören und sehen uns dann nächste Woche Mittwoch wieder zu einer neuen Folge, wenn es wieder heißt, verlassene Orte hier im Osten Deutschlands. Bis dahin, bleibt mir alle gesund und munter, macht's gut, bis dann und ciao.